Herzlich willkommen zu einem Let's Play von Alien Isolation. Eins vorweg, ich hasse Horrorspiele. Wirklich. Aber ich bin so ein großer Fan von den Alien-Filmen, dass ich mir diesen Titel einfach nicht entgehen lassen kann. Und deswegen habe ich mir den ganz oben auf die Liste geschrieben und den will ich jetzt unbedingt auch rocken. Ich habe schon mal ein bisschen Menü eingestellt, habe mir das ein bisschen angeguckt mit der Steuerung. Da sind ja doch ein paar mehr Tasten als in dem Standardspiel. Und ich hoffe, ich habe das jetzt alles gut eingestellt und kriege das gut hin für den Anfang. Ansonsten habt Nachsicht mit diesem ersten Let's Play. Und ich freue mich, wenn es euch gefällt, wenn ihr reinschaltet. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonniert mich. Und dann gibt es auch weitere Let's Plays. Alles klar. Spiel starten. Leicht, mittel, schwer. Also ich habe vorhin mir mal Mittel angeguckt und gar nichts gerissen. Deswegen fange ich jetzt auf leicht an. Kalibrierung. Bewegen Sie den Schieber, bis das Sixon-Logo gerade so vor dem schwarzen Hintergrund sichtbar ist. Ist gerade sichtbar. Uah. Ich habe im Hauptmenü schon Angst gehabt. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley, die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Ich bei dem Intro schon Gänsehaut habe auf dem ganzen Rücken. Boah. Ripley? Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt... Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrance anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht
finden sie dann endlich Frieden. Okay, wir sind schon mal nackt. Ist immer gut. Uns direkt anmelden. Sich erstmal was anziehen. Willkommen, Ripley. Erkunden Sie die Torrents. Ziehen Sie sich an. Schon direkt Schrott mitnehmen. Finden Sie Baupläne, um Gegenstände aus gesammelten Komponenten zu basteln. Eine Impfpistole und noch mehr Schrott. Sind noch andere von den Dingern? Ne, sind alle aufgebrochen. Zoom oder so können wir nicht. Sind alle eingeloggt. Ja. Ziehen wir uns mal an. Wie bei mir zu Hause. Licht geht an, wenn ich nach Hause komme. Ja, ist doch ein T-Shirt. Schilder wenigstens nicht auf, wenn man dagegen rennt. Schon mal cool. Was piept denn hier so? Schrott, Bindemittelsensor. Schrott. Das Telefon. Okay, da können wir speichern. Also wenn es piept, dann können wir speichern. In der Nähe. Noch ein Replay. Klamotten. Nicht mehr nackt sein. Ach, schon besser. Ziehen Sie sich an. Crew Roster. Das heißt, alle die Leute auf dem Schiff. Kann man nur an- und ausstellen. Da oben sind auch noch Fächer, ne? Schrottsensor, Bindemittel. Leer, leer, leer. Knapp verpasst. Verlaine, suchen Sie noch einen Navigationsoffizier. Ein Freund von mir hat gerade sein Schiff verloren und sucht Arbeit. Ich kann für ihn bürgen, seine Papiere sind in Ordnung. Es ist die alte Geschichte. Die Megacorps haben ihn unterboten und ihm alle Kunden weggeschnappt. Die kleineren Firmen kommen immer schwerer an Verträge und ich überlege selber aufzuhören, solange ich noch was verkaufen kann. Sie selbst scheinen ganz gut dabei zu sein. Als ich bei den Docks vorbeischaute, hieß es, sie wären gerade abgeflogen. Zur Sevastopol. So ein Drecksloch. Naja, wie ich höre, bezahlt Wayland Yutani ordentlich. Viel Glück jedenfalls. Wenn man sie nicht schlagen kann, was? Wir müssen uns treffen, wenn sie zurück sind. Blaine. Okay, blättern. Können wir nicht. Und das ist das Einzige, was wir uns hier irgendwie angucken können. Ja. Und dann nur rausgehen. Eine E-Mail.
Schrottkomponente Ladungspack. Und wo ist jetzt der Rest von der Crew? Das sieht zu aus. Sieht sehr zu aus und öffnet sich auch nicht. Haben wir denn Informationen? Irgendwie ein Pad oder sowas? Ja, mit Tab kommen wir in eine Übersicht rein. Eine Art Karte, die uns unsere Figur anzeigt und die Richtung. Aber noch keinen Auftragsort. Erkunden Sie die Torrens. Erkunden Sie das Schiff, bevor Sie auf Sevastopol ankommen. Der lange Gang nach rechts führt zur Brücke und links zur Krankenstation. Und wir sollen mit Taylor und Samuels anscheinend sprechen. Ja. Also dann erstmal zur Krankenstation. Das sieht aus wie in den Filmen. Das ist so geil. Ah, Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Venostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Hab sie noch nicht gesehen. Ich werde nach ihr schauen. Alles, was grün ist, erstmal anklicken. Vielleicht später mal brauchen, um jemanden zu scannen. Oh, das sieht alles aus wie in den Filmen. Das ist so genial. Hammer, ey. Boah. Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass Ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und Sie... Schon gut. 15 Jahre. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Haben wir. Alle Angestellten zur Brücke. Annäherung an Sevastopol. Jetzt sind wir dran. So viel noch mitnehmen, was wir können. Impfpistole und Komponente B. Was immer Komponente B sein soll. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine. Rein und raus. Connor, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain.
Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Sammeln Sie Ihre Einsatzdokumente ein. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrens nicht reinbringen. Handelsschiff Torrens aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland-Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Hallo Marshall? Marshall? Torrance hier, bitte um Wiederholung. Ernstes Problem, ich auf jeden Fall auf der Station direkt erstmal landen und gucken, was da ist. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrance für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Druckablass. Oh, Schatz. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Haben. Der Anzug ist jetzt wieder weg. Wir haben wieder normale Kleidung. Weil die Station bestimmt komplett intakt ist. Das Kettensymbol oben rechts.
rechts kommt, dann speichert er das sowieso. Dann müssen wir das nicht so oft. Wenn das Ding einmal gespeichert hat, dann können wir uns damit erstmal zufriedenstellen, ne? Ja, was wollen die jetzt von uns? Sein, wenn die ganze Station noch irgendwie hält. Sevastopol-Stabilität gefährdet. Gehen Sie zum nächsten Marshall-Checkpoint und warten Sie die Neuausrichtung der Orbitalstabilisatoren ab. Was schön aussieht, sieht auch gefährlich aus. Klettern. Klettern wir da mal rein, ne? Fehlerhaft. Freigegeben. Stilllegung. An Maschinenraum. Also Jungs und Mädels, Sie haben sicher schon Gerüchte über Sevastopol gehört. Jetzt ist die Sache offiziell. Sevastopol wird stillgelegt. Ich werde mit jedem Einzelnen über den jeweiligen Vertrag und neue Position sprechen. Aber bis dahin haben wir einen Job zu erledigen. Die Schlipsträger wollen das mit einer Minimalbesatzung machen. Es werden also nur ein paar Leute von außerhalb kommen und wir werden Überstunden schieben. Nehmen Sie, was Sie können, solange es etwas gibt. Ich weise darauf hin, dass die Stilllegung keine Selbstbedienung bedeutet. Es wird über alles Buch geführt und wer lange Finger bekommt, den eskortiere ich persönlich zu Marshall Waits. Chief. Ordner fehlerhaft. Aber erstmal so Hoffnung machen, ne? Könnt alles mitnehmen und so. Zum Öffnen des Inventars. Leuchtfackel. R drücken zum Aktivieren. Hallo? Ist da wer?
Nutzung dieser Terminals wird die Karte mit unerforscht. Mehrmals drücken. Dann nochmal. Na komm. Generator angemacht. Kriegen wir wieder Licht. Unsere Sachen umgelagert. Langley, falls Sie unsere Sachen suchen, ich habe sie woanders hingebracht. Sie haben alles offen liegen gelassen, da hätte sich jeder bedienen können. Wissen Sie, wie schwer es war, überhaupt an das Zeug zu kommen? Ich habe alles in einem der Lagerräume versteckt. Sie sollen es finden können. Der Code ist 0340. 340, 0340. Keine Panik, niemand geht mehr runter zum Terminal. Nicht nach dem Vorfall. Wir haben außerdem keine Medizin mehr und das Wasser wird knapp. Holen Sie Nachschub, Sie sind an der Reihe. Vielleicht lernen Sie dann, in Zukunft besser aufzupassen. Na, wollen wir nicht. Das sind noch andere Nachrichten, oder? Warum muss er eigentlich neu laden, wenn er das gerade schon gemacht hat? Harris, Turner, kommen Sie sofort zurück. Wir haben eine Spur irgendwo im Maschinenraum. Regeln Sie das Terminal ab. Schalten Sie den Strom ab und vergessen Sie nicht Ihre Berichte. Die müssen wasserdicht sein. Ihre Berichte müssen wasserdicht sein, wenn all das hier vorbei ist. Wait, Ende. Stellen Sie den Strom zum Abflug wieder her. Okay. Und wir sollen den Strom wiederherstellen. Das war anscheinend ein Teil davon. Mechanikerin. Und da sind wir gekommen, ne? Ach, ist hier ein Code. Oh. Cursor bewegen, E bestätigen, Q verlassen. 0, 3, 4, 0. Schrott. Komponente. Medikit-Plan. Öffnen Sie das Menürad. Medikit. Oh mein Gott, was ist das denn? Klicken Sie hier zum Basteln. Aha. Dass sie genügend Zeit haben. Okay, also das Medikament ermöglicht es ihnen, sich in Notsituationen zum Teil selbst zu heilen. Dies ist keine leichte Aktion. Sorgen sie also dafür, dass sie genügend Zeit haben. Wie können wir jetzt basteln? Achso, wir müssen eins von den drei Dingern aus... oder alle drei auswählen und dann können wir basteln. Gerät gebastelt. Der Gerät. Okay, wir haben ein Medikit. Wir haben einen kleinen Schalter umgelegt und wir haben hier noch ein Terminal. Was aber auch nichts macht. Machen alle nichts. Die machen alle nichts. Vielleicht doch noch hier oben was? Funktioniert hier denn überhaupt nichts? Strom wiederherstellen. Stellen Sie den Strom zum Gitter wieder her. Was die Karte sagt. Stellen Sie den Strom wieder her. Stellen Sie den Strom wieder her. Das ist im Spiel speichern. Bringt ja nichts. Stellen Sie den Strom wieder her. Muss ich denn jetzt wieder zurücklaufen?
herstellen. Aber hier war doch nur der Gang nach unten. War da noch mehr unten? Konnte man da weiterlaufen? Licht ist. Unbedingt, dass wir speichern. Piept trotzdem weiter. Tja, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Strom wiederherstellen. Terminal, einfach nur für Infos. Power Level. Generator. Müssen wir die Kabel verfolgen oder? Wo sollen wir hin? Was ist das? Karte aktualisieren. Okay, ist der nächste Bereich. Stellen Sie den Strom zum Gitter wieder her. Ich mache mal eine kurze Pause mit dem Let's Play, damit ihr nicht zu lange warten müsst. Und ich gucke mal, ob ich vielleicht doch schnell noch was hier finde. Und dann schalte ich, sobald ich hier was gefunden habe, für den zweiten Teil wieder ein. Bis gleich.